Hallo liebe Nosy Rosies. Das Thema diese Woche lautet Heteronormativität in homosexuellen Beziehungen. Was genau bedeutet Heteronormativität? Heteronormativität beschreibt die allgemeingültige Ansicht, dass Heterosexualität die gesellschaftliche Norm darstellt. Es gibt Frauen und Männer, die Frauen haben Beziehungen mit den Männern und die Männer mit den Frauen. Der Großteil der Menschen wächst mit diesen Vorstellungen auf, ist ja auch selber davon betroffen und nimmt dann natürlich auch an, dass sein Umfeld, also die anderen Menschen, heterosexuell sind. Als Außenstehender oder Außenstehende ist man sich vielleicht einigen der Probleme von Heteronormativität und der Norm, die das darstellt, bewusst und trotzdem ist man mittendrin. Wir alle sind in einer heteronormativ geprägten Welt aufgewachsen. Bücher, Filme, Zeitungen, Spiele, Werbung, alles gibt uns eine gewisse Vorstellung vor, aus der wir selber nicht oder nur ganz schwer rauskommen. Wobei natürlich anzumerken ist, dass, wenn auch nur selten, aber doch, immer wieder alte Muster aufgebrochen werden. Ein gutes Beispiel für Heteronormativität sind Beziehungen. Wer sagt uns, dass eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau sein muss? Überhaupt, warum müssen es zwei sein? Wäre es nicht möglich, dass für den oder die eine Beziehung mit 3, 4, 5 oder 6 Personen besser funktionieren wird? Und was macht denn eine Beziehung überhaupt aus? In einem gemeinsamen Bett zu schlafen? Was spricht gegen getrennte Betten? Nein, ich meine jetzt nicht, weil einer oder eine vielleicht schnarcht. Getrennte Betten müssen in keinster Weise ein Anzeichen für Probleme in der möglicherweise bestehenden Beziehung sein. Es ist einfach nur etwas, das wir nicht gewohnt sind zu sehen oder zu hören. Mit dem Bett ganz eng verbunden ist natürlich das Thema Nachwuchs. Mal ganz provokativ gefragt, und damit spreche ich jetzt eigentlich die heterosexuellen Pärchen an, wie viele Menschen bekommen Kinder gar nicht, weil sie sich's genau überlegt haben und sich das dann wünschen, sondern weil es von ihnen erwartet wird. Die gesellschaftliche Norm, die Heteronormativität, schreibt vor, man verliebt sich, heiratet, auch so ein Thema, und dann bekommt man Kinder. Abweichungen? Nicht gern gesehen. Ich selber kenne verschiedene Personen, die sich trotz Ehe gegen Kinder entschieden haben, ganz bewusst, und sie erzählen mir immer wieder, dass sie damit sehr häufig anecken, also kommt überhaupt nicht gut. Es gibt noch unendlich viele Normen in unseren Köpfen und in der Gesellschaft, die die verschiedensten Ursachen haben. Und nur wenn wir ganz kritisch sind und sehr genau hinschauen, dann erkennen wir vielleicht, welche Normen wir selber unhinterfragt leben und weitergeben. Aber genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Position kritisch zu hinterfragen. Ich will in keinster Weise sagen, dass alle Normen und gesellschaftlichen Vorgaben schlecht sind. Ganz im Gegenteil, sehr viele davon machen sogar Sinn. Viel Sinn. Aber einige eben auch nicht. Und wenn man den Schritt schafft, die eigene Position wirklich zu erkennen und zu verstehen, dann ist es auch viel einfacher, gegen die Sinnlosen anzugehen, ohne dabei ständig ein schlechtes Gewissen zu haben oder das Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen. Dafür sorgen dann ganz häufig und sehr gern andere. Das war's auch schon wieder von mir für diesen Montag. Rosis Buchtipp ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich auf nächsten Montag. Tschüss!